Hallo, hier ist Liha2004. Heute gibt es wieder ein B-Win-Topspiel-Nach-Ersch-Berichterstattungsvideo. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es noch was zu der Rubrik Derby-Time. Genau. Und zwar gab es ja dieses Wochenende 2 Derbys in Deutschland. Also auf jeden Fall schon mal 2 Derbys in Deutschland. Und da sage ich am Ende noch was zu, aber jetzt geht's erstmal los. Eben, oder so gerade, ist ja das Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen zu Ende gegangen. Also Bayern hat 2-1 gewonnen. Das 1-0 hat Thiago gemacht, das war so ein bisschen rumgestochere im Strafraum und dann hat Thiago den Ball reingeköpft. Dann kurz vor der Halbzeit hat Hakan Çalhanoğlu ausgeglichen zum 1-1. Und dann so, ich glaube es war irgendwas mit 60, irgendwann in der 60. Minute hat dann Hummels noch das 2-1 gemacht. Ich glaube, das war eines der ersten Standardtore, also nach einer Ecke, vom FC Bayern. Und FC Bayern ist ja generell immer sehr schlecht in Standards, also zumindest in den Ecken. Die werden ja nie was. Und ja, die Kommentatoren meinten auch alle, dass Bayern nach der ersten Halbzeit, also in die zweite Halbzeit, viel besser reinkam. Und ja, kurz vor Schluss hätte eventuell Leverkusen sogar noch einen Elfmeter bekommen müssen. Da war der Volland, der hat den Ball irgendwie so über Neuer drüber gespielt. Und dann war da Martinez und dann irgendwie wurde die ganze Zeit diskutiert, ob es ein Handspiel war oder nicht. Es war auf jeden Fall kein Handspiel meiner Meinung nach. Und der Schiedsrichter meinte auch, dass es kein Handspiel war. Und dann war zum Schluss noch ein Freistoß von Hakan Çalhanoğlu. Und da war es halt klar, wenn der nicht reingeht, hat Bayern gewonnen. Das war genauso wie bei der Weltmeisterschaft. Im WM-Finale hatte Messi auch noch in der Nachspielzeit der Verlängerung einen Freistoß. Und mir war klar, wenn der nicht reingeht, ist Deutschland Weltmeister. Der ging nicht rein. Hat mich gefreut wie ein kleiner Junge. Ich bin ein kleiner Junge. Und ja, jetzt noch zu Derby-Time. Fangen wir erstmal klein an. Also das langweilige Derby war Hamburg gegen Bremen. Das Spiel endete 2-2. Und ja, Hamburg-Bremen, langweilig. Aber das spannende Derby, das war in der dritten Liga. Und zwar VfL Osnabrück gegen SV Lotte. Wer mir auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich in meiner Instagram-Story gesehen, wie ich da das die ganze Zeit im Fernsehen angeguckt habe. Und ja, Osnabrück hat 3-0 gewonnen. Ich glaube, es gab 10 gelbe Karten in diesem Spiel. Und ja, das war das Auswärtsspiel, zu dem man mit dem Fahrrad fahren kann. Ich glaube, das war Osnabrück und Lotte sind irgendwie so 15 Kilometer auseinander. Und ja, folgt mir auf Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, alles Mögliche und abonniert diesen Kanal. Ciao.